zu diesem Thema heißt es bei CEO Hedge, der große Freiheitsreset hat begonnen. Also eben nicht nur will das jetzt als der nächste Rechtspopulist, der an die Macht kommt, sondern vor allem die Wahl von Javier Milei in Argentinien sorgt jetzt für ganz, ganz viel Aufsehen und ja, gibt vielen libertär denkenden Menschen, ja, freiheitsorientierten Menschen, da gewisse Hoffnungen und vor allem in Argentinien selbst. Aber auch hier wird sofort entsprechend dagegen gearbeitet, das werden wir dann sofort sehen. Der Mann muss natürlich auf den Ebenen, die relevant sind. Und ja, eines der größten Versprechen von Milei war es ja, die Zentralbank abzuschaffen. Und ja, dieses Versprechen hat es nochmal bestätigt. Argentiniens Milei sagt, dass das Entschließen der Zentralbank nicht verhandelbar sei. Also kann man falsch verstehen. Also natürlich würde man darüber verhandeln müssen. Aber dass der Wille weiterhin besteht, die argentinische Zentralbank abzuschaffen, das wurde damit bestätigt. Und ja, bis jetzt ist es in den letzten 100 Jahren einmalig, dass ein Präsident das versucht, wie gesagt, der letzte, der da ein bisschen am Anzen hatte, war eben John F. Kennedy und da wissen wir, was das gegangen ist. Wir werden sehen, ob sich die Zeiten da tatsächlich geändert haben. Zurück. Und ja, viele sind da nicht in dem Vertrauen gestellt. Entsprechend passieren. Kommen wir gleich drauf, was noch. Argentinien erhöht die Steuern auf Ansparungen in Dollar und auf Käufe mit Kreditkarten, dem Milei eben die Macht übernommen hat. Da ging es auch hin und her. Erst wurde von vielen kritisiert, dass man jetzt doch auf den Dollar setzt, aus den BRICS-Staaten nicht austreten, aber nicht beitreten möchte. Und dass man Argentinien jetzt mal wieder zu einem Vasallen der USA macht. Ich sehe das Ganze durchaus ein bisschen tiefgründiger. Komme ich aber gleich drauf. Und ja, also in Argentinien bestand eigentlich in den letzten Jahren für das Volk die Notwendigkeit, Dollar zu benutzen, wie in vielen, vielen anderen Ländern auch, die von einer gewissen Hyperinflation getroffen sind, weil der Dollar dann einfach doch noch eine bessere Währung ist, natürlich, als die lokale Währung, die total abgewertet wird. Und Milei hat in meinem Verständnis dieses Problem erkannt und hat darauf gesetzt, das als Übergangslösung weiterlaufen zu lassen. Aber, und das zeigt sich nun noch die Meldung, wird es Übergangslösung schon eventuell nicht allzu lange dauern. Also ganz ruhig, bevor wir jetzt auf der einen oder anderen Seite anschauen, was Milei wirklich zustande bringt. Und ja, der hier wird es dann bei der Financial Times nochmal gesagt. Der argentinische Präsident Milei wendet sich ab von der Dollarisierung seines Landes und geht eben weiter in die Zentralbank. Ich gehe davon aus, dass hier Milei tatsächlich eine überraschende Lösung präsentieren wird. Er hat ja auch schon über den Bitcoin gesprochen, das ein oder andere Mal. Kommen wir ebenfalls gleich wieder zurück. Und ja, zuvor noch diese Meldung hier. Wir haben bereits gewisse Vorwürfe gesehen, dass Milei Teil des World Economic Forums war, dass er gute Beziehungen mit Israel hat. Und nun wird ihm vorgeworfen, dass er natürlich sofort mit den Rabbis gemeinsame Sachen macht. Oh, Bock, können wir uns das kurz hier übersetzen lassen. Ich denke, das Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und ja, ähnliche Bilder gibt es ja ebenfalls von Trump, Putin und so weiter. Und hier natürlich eine große, große Befürchtung, dass die versteckten Hände hier ebenfalls wieder ihre Finger haben. Und ja, ich sehe natürlich, dass hier ein, ja, so, jetzt so mächtig wie Milei gewisse Hintergrundkräfte natürlich hinter sich hat. Aber genauso wie anders. Hier ein Foto, natürlich nichts aus, was hier tatsächlich passiert, wobei man hier gewisse Dinge natürlich schon befürchten könnte. Auch hier muss ich sagen, schauen wir uns doch einfach an, was passiert. Und man kann hier eigentlich einen relativ einfachen Grasmesser ansetzen. Bringt er die Macht
Leute anschauen und tatsächlich urteilen, in welche Richtung es gehen wird. Ja, ich sehe auch hier, wie gesagt, viele, viele vom Berichterstatter, die sich geradezu freuen, wenn man hier mal wieder ein bisschen beitreten darf. So, dann gab es einen Besuch. Und zwar hat der neu gewählte technische Präsident Milei den Produzenten von Sound of Freedom, Eduardo Verástegui, angefangen, der ja, selbst als Präsident von Mexiko kandidiert. Die beide haben ein Agreement unterschrieben, um ja, zusammenzuarbeiten, um Kindersexhandel auszurotten. Und ja, das ist doch schon mal erneut ein klares Anzeichen. Es geht mir nicht darum, mit wem hier Milei spricht, mit wem er kokettiert und welchen Glauben er annimmt, sondern mir geht es tatsächlich darum, was am Ende des Tages wirklich passiert. Und auch da werden wir sehen, daran wird er sich natürlich messen lassen müssen. Was wissen wir schon tatsächlich? Wir bleiben beim großen Bild. So, und das große Bild dreht sich natürlich auch um ja, finanzielle Fragen. Wie gesagt, die Abschaffung der Zentralbank. Ein Thema, ein weiteres Thema, für das er vor allem in Bitcoiner-Kreisen ja, gefeiert worden ist, ist natürlich seine Einstellung und ja, vor allem auch sein Wissen zur finanziellen Situation der Welt. Und ja, hier erklärt er zum Beispiel den Cantillon-Effekt oder wie das Drucken von Geld denjenigen vor allem nützt, die ja, den Gelddruckern, den Zentralbanken nahestehen, politisch nahestehen, wirtschaftlich nahestehen. Und das Ganze natürlich auf Kosten von allen anderen. Das kann man, glaube ich, in der Demokratie des Westens feststellen, dass wenn hier mal wieder die Milliarden gedruckt werden und sie werden ja nicht mal mehr gedruckt, dass natürlich diejenigen, die ja die Konzerne haben, diejenigen, die in Verbindung mit den Banken stehen und so weiter, diejenigen sind, die von diesem neu gedruckten Geld vor allem profitieren, während ja der Rest der Bevölkerung in der Regel die Zeche dann zu zahlen hat. Und ja, der Cantillon-Effekt, ein Begriff, der ja in der Gesellschaft noch nicht in der Art angekommen ist, wie er ihn eigentlich verdient hätte. Und ja, einfach mal ein bisschen genauer mit diesem Effekt auseinandersetzen. So, lauf mal hier lang. Ja, auch. Touren der Wertschöpfung, der Geldschöpfung. So, und dann natürlich, wie gesagt, große Freude bei den Bitcoinern, da ja Milei bereits im Vorfeld eine gewisse Nähe zum Bitcoin angedeutet hat. Und hier heißt es nun in einem weiteren Post: Argentinien könnte Bitcoin zu einer legalen Währung machen. Und Milei hat auch gesagt, dass es eben ein Problem ist, dass Bitcoin keine legale Währung in Argentinien ist. Und da sehe ich, wir werden es sehen, durchaus eine Nähe zu den Vereinigten Staaten, denn dort haben wir eventuell ein ähnliches Problem. Auch die amerikanische Währung ist nicht mehr das, nämlich wie der argentinische Peso, was er mal war, und verliert nicht nur seinen Wert, sondern vor allem das Ansehen international. Wir haben die Bewegung der Drittstaaten gesehen. Wir wissen, dass mehr und mehr Staaten ihre Schulden, Argentinien zum Beispiel, nicht mehr in Dollar, sondern in Yuan zahlen und so weiter und so fort. Und ja, wir sehen, dass der Dollar in seiner jetzigen Form der Petrodollar, der schon aufgebaut ist, eigentlich ebenfalls schon sein Ziel erreicht hat. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gewisse Kräfte in den USA sehr wohl darüber nachdenken, ihre in Amerika bereits ja, groß auf- und ausgebaute Bitcoin-Industrie zu nutzen, um den Dollar am Ende des Tages eventuell sogar mit Bitcoin decken zu können. Da könnte man sich ebenfalls lange drüber behalten, aber hier an dieser Stelle natürlich nicht. Aber dieses Pferd könnte Milei eventuell aufspringen, da gibt es durchaus auch zarte Hinweise. Wir blicken auf Tucker Carlson. Tucker Carlson sieht den Wert von Bitcoin nicht beim Preis, sondern ja, sehr viel tiefer liegend.
Du bist unabhängig von Kontrolle, sagt er hier. Ja, der Talkshowmaster hat erklärt, dass finanzielle Zensur auf den Bitcoin fokussiert ist. Und diese Zensur ist motiviert von politischen Wünschen, die Freiheit zu limitieren, muss das natürlich heißen. Und ja, er sieht Bitcoin inzwischen ja, wohl als eine Alternative in ein oder anderen Bereich. Und der Carlson wird ja in diesen Tagen schon als heißer Vizepräsident unter Donald Trump gehandelt. Und wir haben auch den Besuch von Carlson in Argentinien bei der gehabt. Hier wird gefragt, wie der rechte US-Journalist hier den exzentrischen Präsidentschaftskandidaten besucht hat. Eventuell war der Bitcoin da ein Thema. Und ich denke, hier könnte man eins und eins zusammenzählen, um über gewisse zukünftige Entwicklungen ein Bild bilden zu können. So, ja, und dann haben wir natürlich auch noch Trump selbst, der Argentiniens Präsident nun schon mal gesagt hat, dass er plant, zu besuchen. Auf der anderen Seite wird Milei wohl in die Vereinigten Staaten reisen, um ja seinen Antrittsbesuch hier sozusagen durchzuführen. Ja, sehr, sehr spannende geopolitische Entwicklungen, da wir natürlich diese Blockbildung mit den BRIC-Staaten nun sehen und die Isolation der Vereinigten Staaten, wobei man hier natürlich von einem gewissen elitären Kreis sprechen müssen, die eine Politik verfolgen, die natürlich konträr zu der Politik eines Trump zum Beispiel wäre. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nicht nur die USA sehen werden, sondern auch viele andere Länder, nicht nur Südamerika, sondern auch anderswo, die sich eher einen eher freiheitlicheren Gedanken verschreiben werden, als, und das sind wir uns ehrlich, den Staaten der BRICS-Länder zu folgen, wo wir Staaten haben wie China, wie Russland, wie Südafrika. Und ja, ein weiterer Aspekt dieser Entwicklung in Argentinien ist natürlich, dass fast der gesamte südamerikanische Kontinent unter links-marxistischer Hand inzwischen liegt. Der Milei hat wirklich alles eine Art kontrierer kann. Auch hier gibt es viel zu diskutieren. Auch hier werden wir sehen, wie die Geschichte weitererzählt werden wird. Und ja, hier heißt es nochmal, der US-Dollar oder die Dominanz des US-Dollars muss sich einer feindlichen Übernahme eines Krypto-Yuan entgegenstellen. Auch über dieses Thema habe ich schon öfter gesprochen. Wir sehen sehr wohl die Goldkäufe der Zentralbanken Russlands, Brasiliens, Chinas und so weiter, die ja viel diskutierte Goldwährung steht eventuell. Schauen noch ein letztes Mal nach. Den Göttlichen. Aufbaus. Was vor vielen Jahren als der Heilsbringer sozusagen angesehen wird. Aber ich bin mir relativ sicher, und diese Entwicklung sehen wir auch schon, dass auch ein goldgedeckter Yuan eine CBDC sein wird. Und ja, was wir von CBDCs zu halten haben, auch da haben wir das ein oder andere schon mal drüber gesprochen. Und wenn man sich aussuchen kann, ob wir eine dominante Weltwährung haben, die eben von zentraler chinesischer Stelle gesteuert wird, oder eine Weltwährung haben. Pamela, what's the matter? You're acting strange. Ja. Ja, komm. Platz. Pamela, what's the matter? You're acting. Also auf jeden Fall geht's hier irgendwie weiter. Das bin ich, so viel können wir jetzt schon mal sagen.
Ihre Eltern sind komisch. Ich gehe erstmal hoch ins Schloss. Eventuell hilft das mal. Ich will ins Schloss. Halt auch nachfragen, was hier los ist. Leave me alone. So, ich dachte schon, ich sage. This is Pandora Castle. Ja, genau, da will ich hin. Zum Schloss Pandora. Seine Seiten. Ach nee, das ist alles abgeschlossen. Gut. War hier oben. Ach ne, da geht's einmal rum. Kommen wir hier nach Seite, irgendwas Interessantes. Mal schön. Dialek and his men haven't returned from the Witch's Castle yet. The townsfolk and most of the soldiers are acting like lifeless dolls and. I don't want to throw away my life. I've had enough of this dangerous country. Ah, ja, I was supposed to be assigned, but I'm no fool. I faked a cold so they wouldn't. So gut. Die Töten sind vom Schloss der Hexen noch zurück. So. Schön. Vielleicht finde ich hier was. This is Pandora Cat. Ja, ja, das weiß ich, dass es Pandoras Schloss ist. Das. Ich nicht wissen. So, das ist was anderes. Why are there people near the entrance to the southern ruins wearing strange masks? Die sind alle besessen. The Empire attacked us once about 15 years ago. Ja, schrecklich. When's Dialek coming back? He promised he'd play with me. Did you know there's an enormous tree called a mana tree? That's what they tell me. So. Oh. Ach ja. So. Did you aus. Ja, ich hab die Hexe vertrieben und jetzt bin ich ratlos, wo es war. Did you aus that witch? Something evil lives in the. Oh ja, da lebt was Böses. Das wären wir jetzt nie drauf gekommen. So. Hat irgendjemand. Nee. Ist dicht. Da ist niemand. Also, gehen wir runter und schauen mal hier. You say you were expelled from your village? Unfortunately, this realm has problems of its own. It would be best if you took your leave of. Dude, ich will euch helfen. What a nightmare. My people are acting like zombies, and I have no idea when the Empire might strike. Oh, my head. I will retire to my chambers until this headache recedes. Ah, jetzt hab ich schon richtig angesprochen. This was such a peaceful country until now. What is the world coming to? So, gut. Gehen wir mal hinterher, vielleicht hilft's. I have never seen the king look as troubled as he has these past few days. Tja. My dear, please do calm down. Oh no. Oh dear. My country is in dire peril. Yeah, yeah. If the Empire were to try to invade now, we would be helpless. This is the treasure vault. I will not leave my post until the hero of legend returns. Now leave. Ja, ich bin auch der Held aus den Legenden, du Knalltüte. Ach, meine Fresse.
keine Ahnung. Weg, Danai. Nee. So. Jetzt bin ich im Schloss und hab keine Ahnung, wie es weitergeht. Did you house that? Lexikon. Nee. Karte. Puh. Eine Karte von mir. Dann ist dem der Tempel in den Tiefen. Ah, ups. Ah, scheiße. Ich hätte vielleicht mal eher schauen sollen. Hätte ich gewusst, dass ich wieder dorthin rammeln muss. Gut. Der Tempel hinter den Zwergen. Da war für uns sonst vorbeigelaufen. Die eventuell einfach Bitcoin. Ja, gut. Latsch mal wieder da hoch. Ach, nee. Ja, wenn man sich diese Frage mal ein bisschen überlegt, sollte es eigentlich nicht allzu lange dauern, bis man da eine für sich treffende Antwort gefunden hat. Sei alles mal so dahingestellt, aber ja, man möchte sich mit den Dingen natürlich auch ein bisschen beschäftigen. So, der US-Dollar ist der größte Verlierer in den neuerdings in Yuan durchgeführten Ölkäufen oder Handels danach hier runter zwischen Saudi-Arabien und China. Und ja, das mit weiterhin eine zentrale Botschaft, ein Schiff, der passiert ist, der seit den 70er Jahren dominante Petrodollar wird ersetzt durch einen Petroyuan. In Fragezeichen, auch hier ist natürlich alles nicht schwarz-weiß zu sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass der chinesische Yuan die Dominanz erreichen wird, wie es der Dollar einmal gehabt hat. Aber ja, das Ganze muss man natürlich auch noch auf einer nicht geldpolitischen Ebene sehen, sondern ja, wir haben ja zum Beispiel Mohammed bin Salman, den man nach seinem geretteten Leben wohl als einer der engsten und loyalsten Verbündeten von Donald Trump benennen kann. Auch hier gibt es natürlich noch viele, viele andere Aspekte, die man geopolitisch mit einrechnen muss. Und wenn Trump wieder da ist, wird ihn, glaube ich, auch ganz, ganz schnell entsprechend präsentiert werden. So, und dann nochmal zurückzukommen auf Milei, der argentinische Präsident Javier Milei sagt, dass das Land nicht den BRICS-Staaten beitreten wird. Anstelle dessen wird er den kollabierenden Dollar wohl weiter nutzen. Wie gesagt, auch hier große Panik. Oh mein Gott, er wird nicht den BRICS-Staaten beitreten. Ich sehe die Entwicklung in Argentinien durchaus als mit die interessanteste, die das momentan zu betrachten ist. Wir werden sehen. Soll ich sagen. Muss immer so viel nachdenken beim Erzählen. Das ist. Man darf auch nichts Falsches sagen, natürlich. Irgendwas gestiegen. Ich mach das auch bei dem Gottschalk. Achso, die muss ja noch Level 2 machen. So, damit blicken wir noch auf die allgemeine Situation am Weltfinanzmarkt. Die EZB bezeichnet die Lage am Finanzmarkt als fragil. Hier geht es um die Leitzinsen. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung hier bei der Situation. Mehr muss man da gar nicht wissen, denn ja, an allen Ecken und Enden bricht's. Und wo wir gerade bei der EZB sind, für mich mit die Meldung der Woche. Sohn von EZB-Chefin zockt mit Krypto und verliert fast gesamtes Vermögen. Ja, lasse ich in seiner ganzen Schönheit so stehen. Artikel. Ja. Nun gut. So, die Welt steht einem Schulden-Tsunami gegenüber. Hier geht es um die Staatsanleihen, die in den Entwicklungsländern gestiegen sind und Zentralbanken, die mit der Situation nicht mehr
zu Rande kommen. Experten sind besorgt über die USA, die also die Wirtschaften in den Volkswirtschaften in den USA, in Großbritannien und in Italien. Also egal, welchen Blick, überall bricht es. Und ja, bleiben in den USA. 64 US-Banken werden ihre, nein, 64 Filialen von US-Banken werden in einer einzelnen Woche geschlossen. Und hier wird die Frage gestellt, bist du betroffen? Und diese Entwicklung kann man auch in verschiedensten Ausführungen überall im Westen feststellen, auch in Deutschland sieht sich anders aus. Ja, bleibt weiter spannend und spannend auch das, was in der Schweiz passiert. Im Nachgang der Pleite der Credit Suisse, die, wie sie heißt, die ganze, das ganze Ansehen der Schweiz mit umgerissen hat, sieht es wohl so aus, dass der Käufer des UBS ebenfalls in größere Schwierigkeiten gerät. Es ist UBS Bankfiliale in Basel in der Schweiz. Abhebungen verweigert. Anscheinend gibt es Liquiditätsprobleme. Das ist jetzt noch nicht ganz groß im Mainstream, aber ja, da kündigt es in der Schweiz durchaus was an. Da heißt es, in einer seltenen, einem seltenen Zeichen der Unterstützung eines leitenden Bankers für strengere Vorschriften, sagt der UBS-Chef, die Schweiz solle die persönliche Verantwortung im Bankensektor erhöhen. Schauen wir mal, letztes Jahr kam. Und damit kommen wir nach Deutschland. Konnten zahlreiche Commerzbank-Kunden leergeräumt. Sicherheitslücke ermöglicht den Betrug, heißt es hier natürlich. Also, ja. Der Knall kommt und das nicht nur allein im Bankensektor, sondern ja auch in der schuldenbasierten Wirtschaft außenrum. Reich des Immobilienkönigs bricht zusammen. Die deutsche Benko-Firma insolvent. Benko ein Österreicher, glaube ich. Und auch das könnte eine Insolvenz geben. Führen Banken zittern vor Benko-Beben nächste Woche. Also das dürfte sich jetzt auch die Tage zeigen. Siemer braucht in den nächsten Tagen 600 Millionen Euro Finanzspritze, sonst droht Ende November die Insolvenz. Und ja, wir wissen, dass hier natürlich auch noch mehr rein. Bio, auch bei Bayer geht es bergab. Wir dürfen nie vergessen, welche Wirtschaft hier zerstört wird. Bayer 18 Kurs bricht ein. Eine Niederlage vor Gericht und die enttäuschende Performance eines Hoffnungsträgers. In den Leverkusener Bayer-Konzern kommen es in diesen Tagen dicke. Ja, die Anleger reagieren deutlich. Also auch das nur gleich das in Deutschland weiterhin nur in eine Richtung geht. Und auch beim mitgrößten deutschen Konzern am Volkswagen, wenn es denn noch ein deutscher Konzern wäre. Ausnahmethema. Heißt es VW-Knall, der Markenchef räumt ein, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Also auch hier kann man sagen, dass gewisse Maßnahmen der letzten Jahre Erfolg gebracht haben. Auch hier, wie gesagt, wird man irgendwann mal beginnen, aus der Asche die ganze Geschichte So, zurück zu den Banken. Das Problem der Volksbanken ist größer als das Effenberg-Institut. Krise bei der Volksbanken, Raiffeisenbanken. Die VR-Banken müssen womöglich ein Schwesterinstitut in Thüringen retten. Ein Geldhaus, das als Effenberg-Bank bekannt geworden ist. Der Fall wirft die Frage auf, ob Genossenschaftsinstitute zu viele Freiheiten genossen haben. Auch da kündigt sich natürlich was an. Und dazu noch, um ganz kurz nur nochmal zum Bitcoin zurückzukommen, ein Wort des einer der bekanntesten Finanzgurus der Welt, Robert Kiyosaki, den ich immer wieder kauft. Bitcoin sei kein Verlierer. Keine finanzielle Beratung natürlich, sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass viele, viele Dinge am Brechen sind und es durchaus einen klugen Kopf gibt, der hier einen Ausweg sieht. Ich erinnere mich an die Frage von Tucker Carlson, dass er der Meinung ist, dass Bitcoin in dem Zuge all dieser Entwicklung ein Hort von Freiheit darstellt. Ja, und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auf andere Dinge verlassen oder weiter warten. Auch das mit Vorsicht zu genießen. Da heißt es bei Before It's News.
die Meldungen, die wir hier schon seit Jahren lesen dürfen. Die Quantenrevolution, Q-Phones, auch das, meines Erachtens nichts, über was Q jemals geredet hätte, wählen ohne Betrügereien, Medbetten und die Schuldenstreichung durch Gesara. Diese Schuldenstreichung, eins meiner Lieblingsargumente, denn wer hat denn Schulden? Wir waren gerade beim Volkswagen-Konzern, der, ich weiß nicht, auf alle Fälle im dreistelligen Bereich, im dreistelligen Milliardenbereich natürlich, hier Schulden hat. Und wir erleben eine Wirtschaft, die ja bis Oberkante, Unterlippe verschuldet ist. Und ist es wirklich angedacht, dass diese Entitäten, die Schulden gestrichen werden, dass hier, also ich werfe das im VW-Konzern natürlich nicht vor, aber ist es nicht eher so, dass die Konzerne Schulden bei den Menschen haben und nicht umgekehrt? Und wenn hier von einem Schuldenschnitt gesprochen wird, wem werden die Schulden erlassen? Ist es nicht eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, dass gewisse Dinge passieren müssen, ist klar, aber ich bin gespannt, ob man die Dinge tatsächlich so durchführen kann. Und ja, auch die Idee, dass morgen dann endlich das Geld auf dem Konto ist, sehe ich durchaus ein bisschen kritisch, denn auch hier ist es so, was passiert, wenn ja, jedem Bürger der Welt auf einmal hier 1-2 Millionen US-Dollar oder Euro ausgezahlt werden wird. Was bedeutet das für die Wertigkeit des Geldes, wenn jeder auf einmal unendlich viel Geld hat zur Verfügung? Das heißt, das Geld ist nichts mehr wert. Und ja, genau das führt uns natürlich wieder dann zu gewissen Fragen eines bedingungslosen Grundeinkommens und so weiter und so fort. Eines Tages landet man dann wahrscheinlich. Und ja, auch hier bitte ich die Menschen wirklich, ihren Kopf einzuschalten. Und ja, sehr, sehr gut zu belegen, was ist denn für ihre Zukunft und die Zukunft. Jetzt trotzdem nochmal speichern. Ja. Also zu Gesara könnte man auch sagen, ich habe mich ja mit dem Film beschäftigt, es gibt aus den 90er Jahren gewisse Dokumente über NESARA, das ist für die Vereinten Staaten, das National Economic Security and Reformation Gesetz, das in den 90er Jahren ausgearbeitet wurde, wo es auch gewisse Gerüchte über das Gebäude 7 gibt und so weiter, den 12. September und. Da gibt's etwas, aber Gesara habe ich irgendwann mal Ende der 2010er Jahre aufkommen hören und seitdem geistert es einfach durchs Internet, ohne auf, in irgendeiner Art und Weise auf irgendwas begründet zu sein. Und ja, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Wäre natürlich eine super Sache, wenn das irgendwie so hingebracht werden würde, dass es den Menschen wirklich besser gehen könnte. Aber meines Erachtens ist auch die Vorstellung, dass ein zentraler Quantencomputer dann über jede Auszahlung Bescheid weiß, natürlich nur die Guten ihr Geld kriegen, aber keine, wie es immer so schön heißt, kriminelle Aktivitäten mehr möglich sind, wer bestimmt denn, was kriminell ist oder was nicht. Ich sehe ja große, große Logikfehler, den ich selber, gibt es gern zu, eine Zeit lang aufgesessen bin, aber ja, wir können davon ausgehen, dass die Dinge anders präsentiert werden als das jetzt die meisten glauben. Naja, ich sehe schon, ich mache mir weiter, Freunde. Aber ich habe gesagt, ja, jeder mache sich sein Bild. So, ja. Zurück nach Deutschland. Spahn sagt, für 2/3 der Deutschen lohne sich Arbeit nicht mehr. Spahn darf jetzt in der Opposition so richtig raushauen. Arbeiten 2/3 der Deutschen überhaupt noch? Wir wissen, dass die 80 Millionen Einwohner dieses Landes von Deutschen kommen. Diesen 80 Millionen sind nur 10-15%, die Steuern zahlen. Das heißt, die restlichen 65 Millionen leben davon, das sind 15 Millionen. Und die Lebensgrundlage dieser 15 Millionen wird jetzt in den letzten Jahren durchaus mehr und mehr ausradiert, was natürlich auch Konsequenzen für den Staat an sich hat, der auf die Steuernahmen eben nicht mehr lange zurückgreifen wird und das Ganze
ja, sind wir uns ehrlich, kollabiert an allen Ecken und Enden. Und ja, die CDU versucht halt da als diejenigen dazustehen, die mit diesem ganzen Problem überhaupt nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und hoffen, dass der Mensch entsprechend vergesslich ist. Und ja, wenn endlich dann Neuwahlen angesetzt werden können, ich würde nochmal schlürfen. Hier mit strahlender Zweidrittelmehrheit. Meine App hier zurückholen. Naja, werden wir sehen. So, haben wir hier Barzahlen und satte Rabatte erhalten. Neuer Trend in Deutschland, macht's möglich. Ja, das Bargeld. Immer noch beliebt bei den meisten, verständlicherweise. Aber auch hier, ich wiederhole mich da auch immer wieder, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob diejenigen, die das Bargeld ausgeben, nicht auch diejenigen sind, die CBDCs ausgeben möchten. Und auch hier erinnere ich immer wieder gerne an die Einkaufstouren mit dem Schubkarren voller Geld. Ja, ungefähr genau vor 100 Jahren in der Weimarer Republik bei der Hyperinflation. Auch die Menschen damals hatten Bargeld und geholfen hat es am Ende des Tages dann doch sehr wenig. Also in jetzt einer funktionierenden Wirtschaft, in der die Geldmengenausweitung unter Kontrolle ist, muss ja nicht überhaupt nicht stattfinden, aber unter Kontrolle nicht so absolut absurd, wie wir das am besten gesehen haben. Mag Bargeld eine gute Sache sein, besser natürlich als Kreditkarten oder CBC-Dystopien, aber die absolut vertrauenswürdige Lösung oder besser gesagt vertrauensfreie Lösung sieht natürlich auch anders aus. Aber auch da, ja, was weiß ich schon. So, Black Flag Friday gestern, also der schwarze Freitag war jetzt mal am Wochenende. Und könnte ein Zeichen gewesen sein, dass die Leute kein Geld mehr haben, um ganz frei zu setzen. Die Bilder, die wir da von Black Friday gesehen haben, entsprachen nicht den Bildern, die wir in den Jahren zuvor gesehen haben. Also nicht die Stürme in den Malls, sondern das blieb eigentlich mau, sage ich mal. Auch hier ist es so, dass die Verbraucher eben nicht mehr bereit sind, beziehungsweise teilweise nicht mehr fähig sind, auch Geld auszugeben für Konsummittel, weil das tägliche Leben einfach genug Geld weg ist. Zu viel. So, und ja, das bedingungslose Grundeinkommen habe ich vorher schon erwähnt. Diese Idee hält sich hartnäckig. Grunderwerb von 60.000 Euro für alle ab 18. Ja, aber nur unter einer Bedingung, auch das natürlich ein feuchter Traum, um sich eventuell dann noch die ein oder andere Wählerstimme zu fangen. Aber auch hier muss man sich natürlich fragen, wer bezahlt das? Entweder das wird mit Steuergeldern finanziert oder eben noch Geldmengen, Ausweitung und das zahlen am Ende des Tages dann auch alle. Natürlich ist das für einen 18-Jährigen ein guter Gedanke, erstmal ein bisschen Kohle verpassen. Aber ob das wirklich sinnvoll ist. Sinnvoll wäre es, wenn das Eltern kriegen würden. Zum Beispiel 20.000 fürs erste, 20.000 fürs zweite, 20.000 fürs dritte Kind. Ähnlich wie das ja zum Beispiel bei Gaddafi der Fall war in Libyen damals noch. Aber da sehe ich, wenn man das denn schon machen will, mehr Sinn, als es einfach per Gießkanne und alle auszuteilen, denn man muss sich da nur in den sozialen Medien umschauen oder in der Straßenbahn und sich überlegen, was denn durchschnittlich 18-Jährige mit 60.000 Euro zu machen wird. Die Wirtschaft ankurbeln. Was denn sonst? Und ja, zur Hälfte wahrscheinlich sogar noch die Schattenwirtschaft für die Wirtschaft. Nun gut, dann sei mal alles dahingestellt. Hier haben wir schon einen Fall. Wuppertaler erhält Grunderbe und das bietet eine gewisse Sicherheit. Schauen wir mal an, es ist wieder mal so ein kleines Projekt. Er möchte nicht. Ist auch nicht so wichtig. Also, es sieht so aus, als wenn dieses Grunderbe durchaus angedacht und durchgezogen wird, aber muss man sagen, es ist sehr, sehr fraglich, was denn überhaupt noch finanziert werden kann. Jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. So, und auch das ist natürlich kein Einzelfall. Auch da sind immer wieder die gleichen Entwicklungen. Auch über dem großen Teich. Hier ist es, rund 18 Millionen werden ohne Strings, also ohne Bedingungen ausgegeben. Und hier sehen wir
ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein Programm oder Programme zu einem bedingungslosen garantierten Grundeinkommen in 4 Staaten. Da sprechen wir von Georgia, Florida, Maryland und Kalifornien in den USA. Und ja, wie gesagt, das meines Erachtens noch eines der Dinge, die in einer gesunden Gesellschaft durchaus Sinn machen, sage ich mal. Wenn, wenn jeder Mensch ab der Geburt eine Grundversorgung erhält von 1000 Euro, mal so dahin gesagt, was nicht fürs Leben reicht natürlich, oder dass das gerade fürs Leben reicht, aber die Menschen in einer wirtschaftlichen Situation sind, in der es Anreize gibt, um eben noch mehr Geld zu verdienen und wirtschaftlich tätig zu sein, allerdings eben eine gewisse Grundsicherung da ist, um die Menschen ja, nicht in die Armut oder in der Armut verfallen zu lassen, allein zu lassen. Aber dem ist denn nicht so. Es ist ja keinerlei Anreiz mehr da. Und auch schon in Deutschland, dass durch das Bürgergeld schon viele, viele Menschen entschlossen haben, gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Aber völlig verständlich, wieso auch, wenn eh alles um sich herum zusammenbricht. Ja, ihr merkt, ja, der Niedergang Roms. Nur mit WLAN und Memes. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, das Ganze wird wirklich zu Ende gehen. So, und ja, die Meldung ist auch noch rein. Justizminister will Schwarzwahn entkriminalisieren. Auch das ist natürlich ganz, ganz eine gute Sache. So, dann jetzt aber endlich zum Grünen Parteitag. Regierungsfähigkeit kontra Moral. Die Basis stellt sich hinter die Parteispitze. Den Antrag der Grünen Jugend gegen Verschärfungen in der Migrationspolitik lehnt der Parteitag ab. Also freuen wir uns ebenfalls, wenn dann die Jugend mal soweit ist, die meint es dann noch viel ernster mit Migrationspolitik. Wie gesagt, muss ja auch gewisse Aufgaben zu Ende bringen. Und ja, die Spitze der Partei muss sich eingestehen, dass, wenn man regieren möchte, gewisse moralische Fragen hinten angestellt werden müssen. Aber ja, ich denke, das mit der Regierungsbeteiligung sollte sich eh relativ schnell erledigen, wenn es so weitergeht, wie sie sich momentan andeutet. Hier, es ist vorbei. Ich denke, das lässt sich weiter so sagen. Hier geht es nochmal ums Asyl. Ex-Richter entlarvt den Asylschwindel der Ampel. Ja, Hans-Jürgen Papier, oberster Verfassungsrichter AD, wirbt der Ampel vor, rechtliche Mittel zur Zurückweisung von Migranten nicht zu nutzen. Ich denke, die Ampel ist bekannt für ihre strenge Abschiebepolitik, aber dem ist nicht so, liebe Bild. Und ja, dann hier, was für ein Traumpaar. Vor dem Parteitag, Grüne wollen Wohlstand streichen. Ja, haben sie ja die letzten Jahre durchaus erfolgreich betrieben. Wir werden sehen, ob das die nächsten 2 Jahre auch noch möglich sein wird. Hier nochmal zum Asyl-Showdown. Bei den Grünen, die FDP zerreißt es bei den Schulden, die Grünen bei den Flüchtlingen. Auf dem Grünen Bundesparteitag am Wochenende werden absolut unvereinbare Ansichten zur Asylpolitik ungebremst aufeinanderprallen. Die Ampelpartei kämpft derzeit vor allem mit sich selbst. Und ja, das kann man durchaus mit einer gewissen Entfernung betrachten. Grüne wenden Asylchaos in eigener Partei ab. Man hat einfach ja, die alte der Oberstichtel unter Strategie angewandt. Und ja, die Mehrheit steht ja dann doch dahinter. Alles nicht so wichtig. Wichtiger, weil augenöffnender, eine solche Meldung. Ausgerechnet die Fahrradpartei. Grüne lassen sich von Autokonzernen bezahlen. Und ja, auch die deutsche Lufthansa lässt sich da finden, wenn es um ja, die Sponsoren und Aussteller geht. Also haben wir alles dabei, von Amazon über Bayer. Ja, über die Telekom und. Also, der LDB. Wunderbare Sache. Wer da alles ja, die Politik der Grünen unterstützen möchte. So, dann wird medial vorgeführt. Als Habeck gegrillt wird, macht er den Scholz. Er kann sich nicht erinnern. Ja, möchte das wahrscheinlich auch nicht. Und wie es aussieht, möchte sowohl Habeck als auch Baerbock mit dem, was da innerhalb der Grünen Partei passiert, nicht mehr lange etwas zu tun haben. Beide geben Partei, wie sie heißt. Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock
werden nicht mehr für den Parteirat der Grünen kandidieren, offenbar auch, um eine Abstimmung über ihre Personen durch die Parteibasis zu vermeiden. Ja, die beiden wären wohl so richtig froh, wenn sie dann vereint schon in diesen Lebensraum dürfen. Eventuell auch mit der entsprechenden Pension, wie sich das alles entwickeln wird. Jetzt wird erstmal abgewickelt. Ex-Siemens-Chef über die Ampelpleite. Die grüne Methode ist am Ende. Heinrich von Pierer über die gescheiterte Subventions- und Wirtschaftspolitik der Koalition. Also das ist inzwischen so ganz offiziell. Es ist beendet. Und ja, wo wir gerade bei ganzen Klimanarrativen sind, nicht zu erreichen. Klimaforscher fordert Abkehr von 1,5-Grad-Ziel. Team BC löscht die Klimaabteilung. Es gibt kein extra abgestelltes Team mehr, um den Klimawandel medial abzudecken. Ah, da war ja einer. Witzig auch, wenn es um Klimawandel geht. Kamala Harris hat einen Auftritt zu Thanksgiving gehabt und nun wird im Netz gerätselt, ist das ein Gasherd? Dazu muss man wissen, dass Gasherde in den USA durch diese grüne Politik, die auch dort betrieben wird, ja, inzwischen verboten sind, aber das macht nichts. Wie heißt es? Wasser predigen und Wein trinken, auch in den USA ein bisschen vorgehen. Bei gewissen Geistern. So, von wegen Retter der Menschheit. Auch hier wird eine Neuausrichtung medial vorangetrieben. Warum Klimaprojekte von Milliardären gefährlich sind, wie kann das sein? Amerikas Milliardäre sind nicht nur für ihren luxuriösen Lebensstil bekannt, sondern auch für ihre großzügigen Spenden, gerne Projekte zur Rettung der Welt. Aber was die Reichsten der Reichen als hilfreich erachten, schadet der Menschheit und bedeutet mehr, als es hilft. Wer hätte es gedacht? Hier. Kann man eventuell nicht mal alles glauben? Fragezeichen. Und ja, dann noch diese Aussage hier von Luisa Neubauer. Wir sind in einem Kulturkampf. Endlich sagt's mal wer. Wie gesagt, da erinnere ich immer wieder gern an den langen Marsch damals unter Mao. So, willkommen in Langs an Schuldenrepublik. Was passiert, wenn wir einfach so weitermachen? Ja, ich denke, das wird passieren. Und man fragt sich wirklich immer wieder, ob hier gewissen Darstellern bewusst ist, in welchem Spiel sie hier involviert sind. Oder ob sie die Dinge tatsächlich noch so glauben möchten. Sei mal so dahingestellt. Ja, also, die Spatzen pfeifen es von allen Dächern. Versagt das Führungstheorie jetzt, geht die Ampel K.O. Alles noch eine Frage der Zeit. Ich hab so, machen wir mal hier das kurz aus, damit ich hier dem Gespräch lauschen darf. The great gnome ain't gonna let pipsqueaks on his turf. Now scram! Was? Lass mich nicht durchspielen mit dem Zwerg. Ich muss die Wölfe spießen. What a lot of hot air. Why don't you scram? Yeah, I'll teach you a lesson, little brat. Ja, ein Zwerg gegen den anderen. Ouch. Ha! Take this! Why, you little... Haha. Wie der jetzt schon angestellt ist. Stell es zusammen oder wie? Da haben wir wieder ein Monster freigelassen. Achso. Ja,
Also die. TP wieder H. Also mal heilen, damit man nicht tropft. Ach, da war schon blöd. Schön. Oh, das ist schlimmer. Puh, aber ein bisschen was. Aber ein bisschen was hat es gekostet. Ein bisschen sauberer, ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Yay, ich kann meine Axt upgraden. So, nee, doch, ich will es nachschauen. Ah ja. Ein großes Problem, ich muss die Hilfe berufen. Sonst geht's nicht vorwärts. Ja. Ah, hey, ich habe zwei Tempel. Das ist ein Zwerg. Was always bugging me. Sorry, I kind of let loose on you guys in frustration. No hard feelings? Ja, dann rück jetzt aber mal was raus, wenn du dich freust. I'll show you hard feelings. Swear your loyalty to me, and maybe, just maybe, I'll forgive you. Ja, der elfische Gartenzwerg versucht, Welt zu übernehmen. Otherwise, I'll throw you to my vicious bodyguard. Please, forgive me. I'll be your servant. I'll do anything. Hey, who are you calling your bodyguard? I know when I've met my match. Call on me anytime. I'll be there. Now, close your eyes, boss. Now both you and the missus over there can summon me. Hey. Excuse me? Since when were we an item? I like your style, gnome. Well, that's that. Be seeing ya. Okay. Come on, we gotta get to the mana seed. Yeah, well, you want my hint? Yoo-hoo! Okay. Hang in there. Ah, sorry, I drifted off there.
Give me a break. Hey, don't get ants in your pants. While I was asleep, my past came back to me. I lived in the forest in the Upperland. So it's decided. That's where we gotta go. I'll let you hang out with me until we get back to my home. You're welcome. Gee, thanks. Noch was? Schön aus. Aber was wir jetzt machen, wahrscheinlich mal. Ah, ne, hat gar nichts gebracht. Außer das storytechnisch. Axt demnächst verbessern. So. Haben wir jetzt wieder komplett zurückgehen können. Kann ich ja wieder Ton anmachen und nach der Axtverbesserung spiele ich dann WWE. Den habt ihr wahrscheinlich eh schon gehört. Die Pointe dann nach ein paar Meldungen noch bis zum 8. November, 8. Dezember, Entschuldigung. Muss man ja noch abwarten, denn erst dann gibt es volle Pension und die möchte man doch noch mitnehmen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch für ja, unseren beliebten Kanzler eine sehr nervenstrapazierende Angelegenheit. Kanzler genervt wie nie. Und ja, die Phase der Vorführung hat hier tatsächlich schon begonnen. Wäre es nicht ehrlicher, die Lebenslüge zu beenden? Haushaltssperre, Schuldensperre, Bremse, Kanzlerkrise. Und der Kolumnist Fabio De Masi macht konstruktive Vorschläge, wie die neue Bundesregierung diese Probleme endlich lösen könnte. Ja, eine neue Bundesregierung ist deshalb wirklich meines Erachtens alle Probleme lösen wird. Wir brauchen einfach Neuwahlen. Wir brauchen dann ja, vernünftige Politiker, wie man eventuell bei der CDU auch finden könnte. Und alle Probleme des Landes werden ja, von heute auf morgen gelöst. Ich denke, dieses Narrativ wird den Menschen da gerade ein bisschen verkauft. Ich bin gespannt, ob es denn wirklich mit den Neuwahlen getan sein wird oder ob man eventuell schneller als wir denken ganz andere Dinge sehen werden. So, wäre Scholz Firmenboss, gäbe es für ihn jetzt nur eine logische Konsequenz. Da gibt es verschiedene Ansichten. Der ein oder andere würde ja davon ausgehen, dass er durchaus die ein oder andere juristische Konsequenz erdulden müsste. Ähnlich wie hier, haben wir da keine Überschrift, der Galerieretter Friedrich Wilhelm Goebel, der seit Wochen flüchtig ist. Wieso habe ich hier keine Überschrift? Ja, Exif seit Wochen flüchtig, Galerieretter ist insolvent. Can you hear me? Friedrich Wilhelm Goebel, eventuell ist auch. Jetzt ruft die wieder. Jenna has not returned from Pandora yet. Something must have happened. Ja. Nun gut, zurück zu Scholz. Mehr als sieht Scholz der Aufgabe nicht gewachsen. Eventuell schon seit Beginn an nicht, aber auch hier hat es der 21. inzwischen auch gemerkt, der vor zwei Jahren sein Kreuzchen noch bei der Roten Partei gemacht hat. Und ja, allgemein ist es wohl so, dass aufgrund dieses Milliardenlochs nach dem Urteil des Verfassungsgerichts mehrere Baustellen natürlich noch aufgekommen sind, es nicht bei den 16 Milliarden geblieben ist, da kamen noch 200 Milliarden vom Klimafonds dazu und. Und so wie es jetzt aussieht, ist einfach kein Geld mehr da. Und da habe ich eine Meldung dabei, um es ein bisschen darzustellen, ja, wie es mit dem Haushalt jetzt weitergeht. Und ja, da können wir mal schauen. Ohne Hemmungen. Insider packt aus, wie die Ampel ins Finanzchaos rast. Also böse Zungen würden hier eventuell ebenfalls mit einer gewissen Auftragslage argumentieren oder ja, einen gewissen Vorsatz ja, testieren. Und ja, der Einzige, der da noch ein bisschen einen Gegenwind reinbringt, ist wohl der Finanzminister Lindner, der sich in der Schweiz ja auch ein bisschen beschwert hat, mit wem er da regieren muss. Und ja, hier heißt es dann, Schuldenbremse stoppt staatliche Zahlungen. Sind wir pleite? Ja, liebe Berliner Zeitung, es sieht so aus. Frage ist natürlich, wer wir ist, aber das einmal dahingestellt. Die Koalition sucht fieberhaft nach Bereichen, wo gespart wird. Tabus dürfen sein. Rüstung, die Ukraine und die Milliardensubventionen für Chiphersteller. Ja, also,
bitte weiter in Prioritäten setzen. Also, jetzt doch. Lindner will die Schuldenbremse aussetzen. Also Schlaf ähnlich genauso, was in den USA passiert. Sondern, ja, wir haben eine gesetzlich vorgeschriebene Schuldenbremse für die Haushaltsjahre. Und jetzt sieht man es einfach aus. Allerdings müsste man dafür einen Notstand ausrufen. Aber, ja, Gründe für einen Notstand gibt es in Deutschland inzwischen genug. Da muss man sich ja fast schon bemühen, wenn man keinen Grund finden wollte. Ja, da geht es innerhalb der FDP ebenfalls hin und her. Kubicki erlehnt die Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 ab. Also nicht mal innerhalb der FDP. Ja, wo könnte man ihn sparen? Zum Beispiel bei den Renten. Wirtschaftsweise grimmige Kürzungen zur Haushaltsentlastung an. Also die Politik versaut und holt es dann wieder bei denen, die eh schon eigentlich seit I've got it. It must be the lake around the water palace. Ihr Leben lang werdet ihr must have imbued it with magic or something. Zahlen. Und natürlich, man holt es dann dort, wo noch was zu holen ist. Und das sind Rentner. Dann, ja, generelle Gespräche über Steuererhöhungen sind ebenfalls angedacht. Oder darf man einfach ein bisschen kreativ sein? Der Bürger möchte doch mit Sicherheit den Staat und auch die geliebte Regierung retten. No, nothing. Denke ich sehr wohl, durchaus ja zu erreichen ist. Bis es knallt. Höhere Erbschaftssteuer, auch super Vorschlag zur Lösung der Haushaltskrise, gehen im Staat Milliarden verloren. Ja, die müssen natürlich weiterhin ins Ausland verteilt werden und darum darf man natürlich, wie gesagt, über gewisse Dinge nachdenken. Autofahrern droht jetzt gleich viermal der grüne Preishammer. Auch die Autofahrer sind ja mitschuld an dieser Krise. Wir denken ans Klima. Ach, dort ist es nur fair, wenn man noch ein bisschen was abschneidet vom Kuchen. Und ja, man könnte so weitermachen. 100 Milliarden Euro fehlen. Finanzministerium will den Krisenfonds WSF auflösen. Also, wir rufen die Notlage aus, den Notstand aus, lösen aber den Krisenfonds auf. Mit Dingsbums. Verzweiflung. Die uns da gegenklatscht. Fördergeld in Gefahr, Immobesitzer und Mieter betroffen. Wohnschock wegen Ampelpleite. Also es bricht, wie gesagt, gerade auf allen Ebenen. Lindner verkündet Energieschock, keine Auszahlungen mehr im nächsten.